Frau Siminski, auch Sie haben uns jemanden mitgebracht, der durch eine Superleistung auffällt. Und das hat ein bisschen mit Ihrem Hobby zu tun. Ja, also mein Lieblingshobby ist Brettspielen, weil das ist sehr gut als Gedächtnistraining. Mhm. Ich habe Freundinnen dabei, die sagen, seither müssen sie kein Krimi mehr lesen, weil jedes Spiel ist immer wieder so spannend. Mhm. Aber mit Karten kann man auch noch ganz etwas anderes machen. Und ich habe hier gehört von einem Mann, der ganz super ist im Kartenzaubern. Mhm. Der ist jetzt in Lausanne das Jahr zum zweiten Mal Vize-Weltmeister geworden. Das ist ein Schweizer aus Basel und hat als Alleiniger das Jahr den Meistertitel gemacht. Ja. Ich muss sagen, die Weltmeisterschaft der Zauberer findet nur alle drei Jahre statt. Das nächste Mal, glaube ich, in Tokio. Und wenn wir schon einen meisterhaften Zauberer haben, so wollen wir ihn auch vorstellen, nämlich mit seinen Kartentricks, der Roberto Cioppi. Bitte schön. Danke vielmals und herzlich willkommen zu einem zauberischen Intermezzo hier im Supertreffer. Ganz besonders begrüße ich Sie, meine Damen und Herren, daheim vor dem Bildschirm. Denn gerade Sie werden sich sagen, ja, Zauberei ist ja heutzutage am Fernsehen gar keine Kunst mehr mit dieser Technik. Aber ich kann Ihnen versichern, alles, was Sie daheim bei sich auf dem Bildschirm sehen, ist genau das, was unsere Gäste am Tisch und im Studio sehen. Und jetzt lade ich Sie ein, kommen Sie ein bisschen näher? Ja, kommen Sie ein bisschen näher? Machen Sie es sich bequem und fön an. Oh, Entschuldigung, das ist jetzt der Garderobe dazwischen, das gehört gar nicht dazu. Ich habe, ich glaube, ich habe sowieso eine bessere Idee. Ich habe eine zündende Idee. Oh, ein Kartenspiel! Und bei dieser Gelegenheit, danke vielmals, möchte ich unsere Gäste hier am Tisch ganz herzlich begrüßen. Wie ist Ihr Vorname? Christine. Mein Name ist Roberto. Christine, sind Sie so gut, nehmen Sie alle Karten aus dem Etui raus, zeigen Sie sie unseren Damen und Herren am Bildschirm daheim, hier im Studio. Und Sie sind ja ganz nah. Das ist fast unsichtbar. Der Grund ist natürlich sehr einfach. Was hier passiert, ist nur ein Ballett von meiner Hand. Die wirkliche Zauberei, meine Damen und Herren, die passiert in Ihren Köpfen und ist vollkommen unsichtbar. Christine, nehmen Sie das unsichtbare Spiel. Nehmen Sie es, ja, ja. Gell, Sie, man sieht es fast nicht. Mischen Sie, ja. Jetzt ist noch eine Arbeit, das ist nicht so schlimm. Ja, tun Sie mich. Tun Sie sie ausfächern, nachdem Sie sie gemischt haben. Andersrum, sonst sehen Sie nur die Rückseite. Ja, danke schön. Nehmen Sie eine Karte raus, es sind Kreuz, Herz, Schaufel, Ecken, wie Sie sehen. Ja, eine schöne. Ja, wunderbar. Zeigen Sie der Kamera. Was ist für eine Karte, Christine? Kann ich sagen? Ja, gern. Eckendame. Eckendame. Das ist ja ein wunderbarer Geschmack. Jetzt weiß ich nicht, rauchen die Herren hier von der. Ja. Manchmal, ja. Ich habe sonst meine eigenen Zigaretten dabei. Moment, die sind da. Würden Sie bitte eine Zigarette rausnehmen? Wie ist Ihr Vorname? George. George. Sind Sie so gut? Sind Sie sicher, Sie wollen die und keine andere? Weil am Schluss werden Sie sich sagen, George, hättest du doch... Sie duzen sich, oder? Ja, gleich. Ja. George, hättest du doch eine andere Zigarette genommen, würde ich haben. Hat sie Feuer gekriegt? Nein. Profi, denkt an alles. Habe ich selber mitgebracht. Aber glauben Sie mir, das ist ein gutes Kunststück. George, eine Zigarette, die Sie frei aus einer vollständigen Packung gewählt haben. Christine, eine Spielkarte, wo Sie... Wo liegt sie? Ah, da, da ich sehe sie, ja. Ecke Dame. Stimmt's? Ja. Schauen Sie und hören Sie. Es ist etwas passiert. In der Zigarette innen. Nehmen Sie selber mit spitzen Finger, heben Sie so, machen Sie es auf, nehmen Sie das Papier weg. Es ist etwas drin, meine Damen und Herren. Es ist eine Karte. Es ist aber keine Visitenkarte, sondern es ist eine Spielkarte. Und ja, ja, nehmen Sie auf das Papier weg, einfach wegnehmen. Tun Sie es aufrollen. Und es ist natürlich nicht irgendeine Karte, sondern zeigen Sie es der Kamera. Ganz ruhig geben. Eckendame, Erik Wendelkarte. Das stelle ich Ihnen natürlich als Souvenir behalten und Sie behalten die. Und für mein nächstes Kunststück brauche ich natürlich jetzt ein richtiges Kartenspiel. Wo haben Sie es angelegt, Christine? Ich sehe, ah ja, natürlich. Sehen Sie, ja. Ich werde es wieder sichtbar machen. Man hört es. Hören Sie? Probieren Sie jawohl, Sie haben nichts gemacht. Ja, ja. Ja. Und tatsächlich, meine Damen und Herren, die Karten sind wieder sichtbar geworden. 52 französische Spielkarten, Sie können das doch sehen und Sie können es bestätigen, natürlich alle verschieden, es sind noch 2, 3, 4 und 5 dabei, für die, die nur Jazzkarten kennen, natürlich hinten alle gleich. So, mischen
Bitte? Sie glauben es nicht, Sie können es gerne mitzählen. Also 1,2752, stimmt's? Gut. Ich mische die amerikanischen Falschspieler. Pepe, Sie sind so gut und heben ab. Dankeschön, das lenkt. Ist alles automatisch auch bei uns Zauberkünstler. Und Sie sind so gut und sagen an irgendeiner Stelle Halt, wenn ich mit dem Daumen so runterrutsche, wo Sie möchten. Da, an dieser Stelle drin ich Spiel. Geben Sie die Karte, die Sie mir angehalten haben. Zeigen Sie die Karte der Kamera, ich schaue ein bisschen weg. Pepe, Sie können bezeugen, ich schaue nicht in den Bildschirm, ich nehme sogar Brüllen ab. Sie als Brüllenträger können bestätigen, man kann es nicht sehen. Gut, sind Sie so gut? Stecken Sie die Karte irgendwann zurück, wo Sie möchten. Und darf ich, der Pepe, der jetzt gar noch nicht gemacht hat, das Bandi, richtig, mischle sein Spiel, gründlich. Und während dem Spiel mischle, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen ein sehr wichtiges Requisit vorstellen. Es ist ein solides Brett. Sie sind so gut und untersuchen es einmal. Dankeschön, das lenkt. Ja, wäre nicht pinkelig gewesen, aber schauen Sie es an. Kein Mikrochip, kein doppelter Boden, keine versteckte Assistentin, nichts. Und jetzt, meine Damen und Herren, das gefährlichste Kartenkunststück der Welt. Das ist so gefährlich, habe ich sogar einen dreiseitigen Artikel in der Zeitung gehabt. Ja, stimmt. Schauen Sie. Das bin ich. Vor dem Kunststück allerdings, ja. Ich möchte das Brett isolieren, damit nichts und niemand von unten raufkommt. Und Bebe, darf ich Sie bitten, tun Sie das Spiel Bild unten in einer mathematisch zufälligen Art und Weise. Da drauf, da, ja, ja, genau, einfach so. Ich habe mir Angst, ein bisschen schwuler ausdrucken, das tönt gut. So, da richtige Decke alle, damit wir es schön verteilt haben. Und jetzt weiss ich natürlich, was gewisse Damen und Herren unter Ihnen denken, die schon in Las Vegas, Lake Tahoe, Atlantic City oder sonstige Spielhöllen gesehen sind. Die sagen sich, ja, vielleicht hat er Zink die Karte. Das sind ja die Karten, wo man von hinten kann erkennen, was vorne für eine Karte wert ist. Damit Sie das nicht denken, würde ich die Karte noch bedecken mit einem zweiten Zeitungsblatt. Voilà, man kann das also sehen. Jawohl. Die rausschauen, kann ich es nicht runterschieben. Voilà. So, und jetzt, meine Damen und Herren, das gefährlichste Kartenkunststück der Welt. Viva Italia! Maestro, per favore! Musica drammatica! Ich weiß, was Sie jetzt denken, Frau Müller daheim. Sie sagen sich, was er jetzt macht, das ist ja unmöglich. Aber vergessen Sie bitte nicht, es ist mein Beruf als Zauberkünstler, das Unmögliche möglich zu machen. Maestro, musica drammaticissima, per favore! Der dramatische Teil. Knisternde Spannung. En español machismo. Olé. Maestro, per favore. A finale drammatico. Leaving us with one card and one card only. Laut und deutlich, wie hat Ihre Karte geheissen? Kreuz 2. Kreuz 2, ich dachte, Sie es vergessen. Kreuz 2 sind Sie sicher. So, ich möchte aus Anlass vom heutigen Supertreffen, das ist das zweite letzte Mal, wie wir gehört haben, das Kunststück erheben, ersteigern. Meine Damen und Herren, speziell für Sie, ich verwandle jetzt Kreuz 2 in Schaufel 9. Und da hätten Sie lieber Kreuz 2. Ihre gewählte Karte ist richtig. Ist es Ihre gewählte Karte? Danke vielmals. Ich hätte Sie zu wenig Applaus. Danke. Wir danken Ihnen. Wir danken Ihnen. Danke vielmals. Merci vielmals. Super, super. Roberto Cioppi, wir haben immer studiert, wie macht ich das? Denn meine, einfach wäre sich aber mit den Leuten abzusprechen und zu sagen, du musst in die Karte sagen und danach bringe ich dann die schon da zum Forschen. Aber es ist also nicht dem so. Man hat auch während der Weltmeisterschaft in verschiedene Fallen gestellt. Man kann es sich wirklich nicht erklären, wie er so einen super Zaubertrick beherrscht. Und darum ist er eben schließlich auch Vize-Weltmeister geworden von der Kartentrickkunst.